Und wieder beginnt die Wiedermusterung. Ja, die Musterung sieht schon wieder interessant aus. Cowboy auf einem Pferd, einem sehr kranken, depressiven Pferd. Oder der Uzi, wenn man so rumdreht. Tetrasteine. Wie auch immer der da oben hingekommen ist. Da gibt nicht mehr viel hier unten abzubauen, noch vier Felder. Dein Vorrat sieht in Ordnung aus mittlerweile wieder, wenn wir uns überlegen, dass mal alles hier leer war. Sie haben jetzt auch einen kürzeren Weg. Vor allem können sie hier hoch und hier gleich runter, so querfeldein. Und da liegen wieder ein Haufen Steine. Hydra, ich bin enttäuscht von dir. Das nimmt wieder neue Formen an hier. Ente vielleicht? Oder Kaktus? Kaktus, der einen Daumen hoch hat. Ja. Man merkt, ich versuche mir hier auch ein bisschen Abwechslung zu finden.
in der monotonen Arbeit des Auffüllens. Meinem Augenblick können wir eh nichts tun, außer zugucken und ein bisschen micromanagen. Ja, wer da zum Beispiel solche Sachen füllen werden. Wollte gerade fragen, wo ist der Block ihm verschwunden, aber der hat einfach nur Leck. Ist manchmal auch ein bisschen komisch. Ja. Ja, wenn wir es uns von hier aus ansehen, dann wird es auch langsam. Ja, wenn da alles abgetragen ist und alles schön eben ist, haben wir sehr viel Baufläche. Jo, da wieder das Problem mit den Steinen. Nur dieses Mal lief es einigermaßen in Ordnung. Das tut es aber leider nicht immer, wie man merkt. Aber wenigstens haben wir wieder gute Musik. Und einen schönen hellen Tag. Müssen die Sonne eigentlich schon hoch oben, wie mir scheint.
Und ja, ich muss sagen, ich finde die Striche, die ich da teilweise habe, immer noch total irritierend. Aber wenn ich hier drüben in der Aufnahme gucke, sehe ich sie genauso. Also ist das nicht der Monitor. Ja gut, hätte auch sein können, dass es der Monitor ist, was mir Sorgen bereitet hätte. Weil da auf einmal Pixel im Monitor komische Sachen machen. Und ja, das Muster hier sieht auch wieder interessant aus. Haben Sie etwa schon die Ecke? Ja, Sie haben schon tatsächlich die Ecke hier. Ah, und ihr habt schon wieder Steine runtergeschmissen. Du da, Tux, geh holen. Ich wollte gerade sagen, mich wundert's, dass noch niemand von unten was weggehauen hat, aber das ist auch nur ein Gerücht. Da ist schon. Böser Tux, schön brav die Steine einsammeln. Dann darfst du hier ein bisschen weghauen. So. Sehr gut. Ja, sie meiden irgendwie die Wand. Und hier oben wieder Steine. Oh nein, gerade nicht. Gut. Dafür wird die Treppe immer länger. Und sie könnten wirklich mal den hier weghauen.
Aber um die beiden rumgehen ist wohl bequemer. Ja, wenn man sich's anguckt, dieser Teil der Insel ist noch total wild und überwuchert. Weil wir hier keine Hand angelegt haben, dafür ist dieser Teil hier immer leerer und immer karger. Sogar das Grün weicht immer mehr. Die Trampelpfade. Ach, das bringt mich auf was. Nein. Geht das dann? Nein, auch so geht das nicht. Das ist auch schade. Wenn man dann wirklich. Ich war so. Ich könnte Stockpiles. Also leere Stockpiles als Straßen verwenden. Aber auch das ist ein bisschen komisch. Nee, da fehlt wirklich ein bisschen. Was muss ich sagen? Blueprints. Blueprint Library. Nee. Jetzt warten wir noch, bis sie das Feld voll gefüllt haben. Dann verschieben wir das Ganze wieder nach unten. Und dann wird es mal wieder Zeit, zu speichern. Ernsthaft. Das sieht wieder auch wirklich aus, wie er hier auf der Stelle läuft. Jetzt ist es ihm eingefallen. Da hatte er auch ein kleines bisschen Aussetzer. So. Jetzt kommt wieder das Spiel. Okay.
dich wieder in den Quarry stecken. Und dann wird es mal wieder Zeit zum Speichern. Projekt 2 überschreiben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.